herrschte. Glauben Sie, sehen Sie sich meine Waren an. Es ist Schatzkarten, hier war das. Oh Mensch. Truhen. Fremden für offenbar die Fundorte der historischen Illustrationen. Nee, das brauche ich nie. Buch der Blumen brauche ich auch nie. Offenbar die Fundorte der erlesenen Biere. Truhen. Das ist eine Scheiße. Das Problem ist, das, was wir brauchen, gibt es hier nämlich die Fundorte von diesen Keramikmünzen, wie sie für mich immer aussehen. Ach Mensch, das ist der Mist. Naja, also für das andere ist mir das Geld ehrlich gesagt zu schade. Schade. Wenn Sie sonst noch etwas brauchen, Sie wissen ja, wo Sie mich finden. Einen Fähigkeitspunkt Herstellung, was gibt's denn herzustellen? Einen Handschuh. Oder fällt uns noch ein schwarzer Diamant? Upgrades. Was gibt's Neues in der Datenbank? Illustrationen. Das ist die altbekannte Samtpfote, Messermeister. Wie viel waren das hier? 4, okay. Was machen wir denn nun? Das sind zwei. Sie leiden durch Stürze weniger Schaden und verursachen bei der Landung keine Geräusche mehr. Außerdem verursachen ihre Bewegung eigentlich... Okay, Wurfmesser betäuben Gegner für kurze Zeit. Sie erhalten automatisch Wurfmesser, wenn sie Multikills ausführen. Ach, ich nehme das. Wie machen wir weiter? Müssen wir was einkaufen? Mal gucken. Wir haben alles, was Sie brauchen. Nö. Wir brauchen nix. Was ist das? Darwins Orchidee, die Verschwörung um Darwin und Dickens. Ja, machen wir doch gleich. Ist ja gleich ums Eck, ne? Wollte mal jetzt erzählen, dass das alles gewäschelt am anderen Ufer ist. Das wäre nicht so clever. Ach ja, gut, dass ich heute den Arnaud verkörpern muss. Ne Quatsch, was erzähle ich von Arnaud? Ach, ich bin schon wieder schusselig. Weil ich hab's heute mächtig im Nackenbereich blöd gelegen gestern. Wenn ich heute Jacob direkt verkörpern müsste, das wäre nicht so gut. Jagen Sie Darwins Orchidee von den Docks. Mein junger Freund, entschuldigen Sie mein Benehmen, aber ich muss Sie um etwas bitten. Eine Lieferung erwartet mich an den Docks, eine seltene Orchidee, die den weiten Weg von Madagaskar hierher kam. Aber es gibt ein Problem. Einer meiner Mitarbeiter will diese Blume für sich selbst. Er hat Schläger geschickt, um sie abholen zu lassen. Können Sie das glauben?
Und Sie müssen diese Blume unbedingt vor Ihnen abholen. Das bedeutet, wir müssen uns so schnell wie möglich eine Kutsche greifen. Sonst haben wir ein Problem. Kutsche, Kutsche. Ach, da haben wir dort eine. Gib Kante! Wieder Rush Hour hier. Knapp, würde ich sagen. Ja, jetzt ist euch selber das eigene Fleisch geschnitten, Freunde. Haben sie zur Selbstverteidigung eine Bombe gezündet und sind dann selber zum Verhängnis geworden. Clever Jungs, clever. Kann man nicht sagen. Sind schon ganz clevere Burschen. Kann ich da hoch? Nee, natürlich nicht. Das nehmen wir damit. War ja albern, wenn ich. Entschuldigung. Stop, stop, make it stop. Gut so, Mädchen. Vorsicht! Mein Gott, sind die Lebensmüdinger. Die hängen echt nicht an ihrem Leben, die Leute. Die Nase, die Nase, die Nase, die Nase. Da hier steht irgendwas von Kutsche. Wie ihr seht, seid ihr nicht. Bin ich auch nicht. Irgendwie mit einer Kutsche zu Darwin zurückkehren, vermutlich. Verkehr hier. Ach, danke, mein junger Freund. Danke. Diese kleine Orchidee mag belanglos erscheinen, doch sie birgt einige Geheimnisse, die unser gesamtes Verständnis der Natur verändern könnten. Es wäre schändlich gewesen, sie zu verlieren. Schändlich in der Tat. Vielen Dank. Okay. Jetzt mal wieder so klappt. Und volles Programm abgeräumt. Sehr schön.
Und wieder einen Punkt erhalten. Wie viel haben wir denn überhaupt? Ich bin gar nicht mehr im Bilde. Fähigkeiten, hier muss ich hin. Zwei haben wir, ach Gott, da können wir aber, mein lieber Mandel, da können wir um uns schmeißen. Assassinen samt Pfote. Ich glaube, das waren sechs unten, ne? Genau. Das sind auch sechs, das sind auch sechs, das sind vier. Ach, weißt du was? Wir warten erstmal. Datenbank. Gegenwart. Assassinen-Informationen. So. The next mission. Jacob. Spaß und Spiele. Das wird ein Spaß. Wir werden uns nicht vor Lachen halten können. Ganz ruhig. Auf geht's. Okay. Das ist eine Straße. Interessant. Interessant, interessant, interessant. Was denn? Also fertig. Ach, wisst ihr was? Wenn wir eh schon da sind, da können wir natürlich auch mal schnell da hoch. Up den Baum. Hallo. Ach, da oben. Nein, nein, nein. Das hat funktioniert. Supi. Und abwärts. Ne, wir stellen jetzt mal keine Fracht. Oh. Haben sie jemanden überfahren? Gott sei Dank ist kein Blut zu sehen, weil ich kann kein Blut sehen. Moinsen! Panik! Hilfe! Verbrecher! Spaß und Spiele. Jacob und Ross wollen Chaos verbreiten, indem sie eine von Starricks Fabriken sprengen. Sprengen, cool. Rumrandalieren. Hier lang, mein Bester. Ich muss dir etwas zeigen. Hat's ein bisschen mit Sprengstoff und so. Komm gleich wieder. Scheiße, ich bin dead. Ja, ich bin ja schon da. Und auf in ein neues Abenteuer. Wo wollen wir hin? In eine von Starricks Werkstätten, wo Waffen für seine Armee hergestellt werden. Wenn die Welt voller schrecklicher Dinge ist, müssen wir diese Dinge zerstören. Ein Mann wie Starrick errichtet eine Welt um seine eigenen Gelüste herum. Und dadurch verlieren wir die Fähigkeit, selber zu träumen. Deshalb müssen wir zu... Deshalb müssen wir was? So ist's recht.
Gut unterwegs, da Mann. Kann man nicht, meckern. Was für ein Gestank. Aber du siehst doch das Potenzial, guter Jacob. Natürlich. Diese Werkstatt gehört Starrick. Leg das Dynamit und wir sprengen sie in Stücke. Gemeinsam. Willst du ewig da oben bleiben? Nö. Haltet ihn! Komm nur, um dich zu killen. Oder im Angebot. Ja. Halt! Er will mich aushelfen. Darum gibt es keinen Kampf für dich. Lass die nicht entkommen. Zu den Waffen. Eher nicht. Oh Gott, wie komme ich da ran? Halt. Ja! War dasselbe von hier oben. Aber jetzt... Scheiße. Ich muss weiter hoch. Jetzt aber! Yay! Ich komme rüber! Na komm doch! Soll ich noch wünschen? Wo kam der denn her? Ja, das ist die Frage. Wo kommt der her? Ich pumpe ihn mit Bleifall. Natürlich. So. Jetzt geht uns keiner auf den Sack, jetzt können wir in Ruhe hier rumzündeln. Das war falsch. Das wusste ich. Hey, da ist noch jemand. Okay.
Nummer 1. Anzünden darf ich die nicht. So. Du entkommst mir nicht. Er ist hier. Die hier. Ist immer gesund, mit Dynamit zu rennen. Und fertig. Anzünden darf ich nicht. Langweilig. Vorbereitet. Perfekt! Dann setzen wir jetzt den Plan um. Zurücktreten! Bereit? Warte! Warten worauf? Es sind Kinder da drin. Jacob, mein Freund. Starrick lässt seine Waren von Kinderarbeitern herstellen. Wir müssen diese Produktion hier endlich schließen. Aber noch nicht so. Warum nicht? Ich kann tun und lassen, was immer ich will. Schon bald wirst du verstehen, was es bedeutet, so frei zu sein wie ich. Jagt sie hoch, Jungs! Nein! Was zum Teufel tust du denn? Wir spielen jetzt keine Spielchen mehr, Roth! Genau. Leider nicht. Hallo? Beeilt euch! Die Schicht ist vorbei! Was soll ich machen? Abliefern, Alter, das ist ja blöd. Blöd betitelt. Ein Geschenk, Sir, von Mr. Roth. Sie sollten gewarnt sein, Mr. Fry. Wenn sich Roth über einen Mann ärgert, müssen im Allgemeinen viele darunter leiden. Mein lieber Jacob. Unglücklicherweise haben unsere gemeinsamen Abenteuer wohl schon ein Ende gefunden. Trotz der kurzen Dauer unserer Zusammenarbeit hat diese dauerhafte Spuren hinterlassen. Ich wünsche dir viel Glück bei allen zukünftigen Unternehmungen. Aufrichtige Grüße, Maxwell. Postskriptum.
Ich organisiere heute Abend eine Veranstaltung. Ganz London wird dort sein. Beiliegend erhältst du deine Einladung.